So, da sind wir zum nächsten Spieltag gegen Meppen und das wird Texmonus. Und ich würde sagen, der Sieg ist heute möglich gegen Meppen. Wir haben eine Stärke von 611. Eine super Saison, eine super Form, ein super Start. Wir können alles schlagen, wir können Bayern München schlagen, wir schlagen jeden, wir sind unglaublich stark. Wir sind die Besten. Oder siebte Minute, erst schon Flanke von links, innen ist Tim völlig frei, köpft aus 5 Meter, halb Meter übers Gebälk. Mensch, Junge! Ich muss so reden machen und die nächste Chance für uns. Freistoß Malte Bergmann. Suchte Freistoß aus, fast 30 Minuten, hebt den Ball ein gutes Stück über das Tor von Benjamin Gomert. BV Kloppmo spielt vor gegen mit hohen Flanken. Das Spiel ist bislang durchaus unterhaltsam und macht Lust auf mehr. Klares von Martin Wittner im Strafraum und es gibt Elfmeter für uns. Elfmeter in Meppen. Tim Wertke hat letztens den Elfmeter. Wirkt ruhig und souverän. Hallo, auf einen Moment. Kommt mit den Fingerspitzen an den Ball, aber reicht nicht. Tim Wertke trifft zum 1-0 BV Kloppenburg. Verwandelt einen Elfmeter. Ja, ganz cool. Einmal kurz angehalten und dann geguckt, wo der Torwart hingeht. Aber er kam ja noch ran. Das zweite Mal schon. Ich sag mal, super Jungs. Macht weit euer super und dann kriegen wir jetzt das Gegentor. Pass auf. Ekdem schaufelt nach halblinks für Dani Latwitz. Doch der junge Mittelfeld verzieht aus 10 Meter klar rechts vorbei. Edward hat ja erwähnt, ich sag super und dann kriegen wir gleich das Gegentor. Aber es ist wieder wie immer bei uns im Textmodus. Es ist ruhig. Wir spielen souverän. Muss nach einer Flanke vor Tim Pascal Wohlfahrt Kopf und Kragen riskieren. Tim Wertke stand einschussbereit in günstiger Position direkt hinter ihm. Und die nächste gute Chance, Milat. Eine Ecke von mir wird von Jan-Christian Meyer per Kopf gleich wieder aus der Gefahrenzone befördert. Jo, das läuft souverän für uns, unsere Noten. Jo, die gehen. Tim Pascal hat eine 1,5. Und da haben wir die hundertprozentige Chance. Ein starker vorgetragener Angriff. Tim Wertke muss eigentlich nur noch einschieben, aber spielt noch einmal über auf Paul, der prompt in Abseits steht und entsprechend aufregt. Schlägt die Hände vor sein Gesicht. Oh mein Gott, und jetzt kriegen wir das Ding. Schöne Kombination im Mittelfeld der Meppner. Weil wir von Martin Winkner zu Langenreder gespielt und der junge Gangster vollendet kommt um zum 1-1. Was ist denn, Dritte? Wie blöd muss er denn der Wertke sein? Ich spiel nochmal rüber. Es ist ein Stürmer. Ein Stürmer, der macht doch so einen Scheiß nicht. Gute Chance. Gegenangriff des BV Kloppenburg. Mit einem wunderschönen Steilpass auf Malteberg und doch klärt im höchsten Not. Oh. Und jetzt Meppen nochmal. Freistoß von rechts. Micha Langreder. Freistoß für den SV Meppen von rechts im Strafraumseite. Bringt den Ball nicht an der Mauer vorbei. Anschließend Distanzschuss von Latkowski wird vom Tim Hofmann abgeblockt. Der BV Kloppenburg ist jetzt konzentriert. Hier ist pünktlich Schluss. Also schlecht von Wertke. Er macht den Elfmeter. Hat dann eine super Chance als Stürmer und will nochmal rüberspielen. Warum? Dann motivieren wir mal hier die Jungs. Loben den Tim Hofmann, wieder mal ein gutes Spiel von ihm. Loben Milat. Gehen auf die Frische. Genau wie die Innenverteidigung. Jetzt auf keinen Fall nachlassen, Jungs. Er schießt das 1-0 und hat eine Note von 5. Das kann er besser. Jetzt gehen wir mal Spiel aufwärmen. Lässt Schmick auf der linken Seite ziemlich alt aussehen, flankt im Strafraum zur Zentralposition, kommt Tim Wertke aber einen Kopf zu klein.
Jetzt kriegt er auch noch die gelbe Karte. Geht doch mal drauf, Junge. Was ist denn da los? Ein Außenbringer wird gehoben zu Fall und sieht dafür die gelbe Karte. Muss ich den Julian heute aufstellen? Ich glaube ja. Gelbe Karte für Martin Wagner. Klares Handspiel im Mittelfeld von Martin Wagner. Dies wird recht mit gelbe Karte bestraft. Ich kann nur jetzt Verletzung. Hat sich offensichtlich verletzt und muss das Spielfeld verlassen. Oh mein Gott. Hoffentlich ist das nicht schlimm. Jetzt kommt der Julian. Komm, den setze ich später. Ich vertraue noch den Wertke. Hoffentlich ist das auch eine gute Entscheidung. Wenn nicht, dann bringe ich ihn um. Jetzt ist es wieder Riesenchance im Mappen. Oh, Konterchance. Jetzt muss es ihm noch schnell gehen. Überzahl für den BV Kloppenburg. Tim Werke hat nur noch Benjamin Gummert vor sich. Heber! Aber Reich spielt den Ball für ihn und hat ihn dann sicher. Raus. Jetzt kann er raus. Den hätte er machen müssen. Ein Heber. Ey, da krieg ich statt Wortzählen. Wenn ich sowas lese. So, jetzt kommt unser Go-Gator, der meistens in der 90. Minute trifft. Das wäre heute auch wieder schön. Jens Robben für Martin Wagner. David Niemeyer ja eine 1,0. Mal sehen, was jetzt passiert. Ein Langball aus der Kloppenburger Hälfte geht Jan Christian rechts und eine Strafe nicht. Herr Gerig zum Ball. David überreicht den Innenverteidiger von hinten. Passt er nach innen, wo Julian Mert direkt Abnahme trifft. Er trifft schon wieder und diesmal ein Joker. David Niemeyer mit der Vorlage und wir treffen. Verdammte Scheiße, das Tor. Kacke geil. Ein Schuss von Christian Westerfeld wird von Benjamin Gromert zur Ecke abgewehrt. Weiter so, weiter so. Und weiter so. Ja, dann Öge. Er wird gezogen, er hat auch Freistoß. Bleibt bewährt. Der Ski, der hätte nicht gesehen, so kann doch nicht weitergehen. Die Uhr trägt, Moment, die Farben des BV Kloppenburg. Oh Mann, ey. Dann Meier runter. Und wir sind knallerot. Führt den Ball durch das gesamte Mittelfeld und hält aus 27 einfach drauf. Der Ball dreht sich recht fies von Torwart Benjamin weg. Schlägt oben linke Ecke des Mappers Tor ein. Das nächste Ding und dennoch ein Traumtor. Einfach mal von hinten raufgeballert. Komm, dann nehmen wir mal den Christian. Nee, dann nehmen wir mal den Daniel Oltroff heute mal rein. Für Bernd Gerdes. Dann nehmen wir auch das Zeitspiel gleich mit rein. Die nächste Chance für uns. Eine gute verursacht unbedingt einen Eckstoß gegen seine Mannschaft. Oh, das ist eine gute Chance. Höge wieder mit einer guten Ecke. Schlägt die Ecke an den ersten von so Tim Hofer nach einem kurzen Antritt zur Stelle so präzise in die kurze Ecke einköpft. Kommt eine Spitze zu spät, Torhüter. Benny Gormat ist chancenlos. Da ist das 4-1. Und Tim Hofmann trifft schon wieder. Und das nächste Ding. Schlägt einen langen Ball aus dem Mittelfeld vor das Tor, wo Hüsten steigt und den Ball rechts Pfosten köpft. Wir übernehmen jetzt mal die Kontrolle. Das ist ein super Spiel gegen den dritten, gegen Meppen. Der SV Meppen hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Geht auf rechten Flügel ab und wird von Tim Hofmann bedrängt. Der Schuss geht deutlich am Tor vorbei.
Die sind immer noch knallrot, wirklich knallrot. Und eine hoch hundertprozentige mit einem genialen Pass auf Übermitt, aber grätscht aufopferungsvoll dazwischen. Das war wirklich mit allerletztem Einsatz. Oh, das wäre es ja gewesen, der Lüder Bernhard mit seinem Doppelpack. Ecke von rechts, ja, dann Ögel. Eine Ecke von Köpf Lüdermann aus 8 Meter Zentralposition weit über. Mann. Das Spiel dürfte gelaufen sein, um ein 1 für Vorsprung noch herauszugeben. Müssten die Kloppen da schon ziemlich die Linie verlieren. Hat die, jetzt haben wir alle Zeit der Welt, die Jungs. Julian Bernd 1,0. Zeigt es Tim Wertke. Der junge Bursche ist hungrig und wir haben noch eine Chance. Julian Bernd und Katscha verbeißen sich, ja, und dann der Schiri hat schon längst abgepfiffen. Weil es wurde auf Abseits entschieden. Ist egal, wir gewinnen das Spiel. So, weiter geht's. Boah. Nie mehr eine 1,0. Julian Bernd haben wir auch gesehen. Er hat auch eine 1. Der oh, auch eine 1. 1,5. Tim Hofmann mit seinem nächsten Treffer. Das freut mich. Davor hat er auch immer nur. Oh, ist das super. Tim Wertke trifft heute auch, auch kein gutes Spiel. Hatte eine hundertprozentige und spielt nochmal rüber und er steht natürlich klar am Abseits. Das ist schlecht. Das ist einfach Pech. Das ist so. Und der Ball besitzt 64%. 89 Zuschauer sind mitgereist. Das freut mich. Erfolgreiche Pässe 231. Chancenszene. Schüsse aufs Tor 8. Nee, Schüsse 8. Schüsse aufs Tor 5. Und 3 ging vorbei. Teamstärke Spielende 623. Ergebnisse: Lübecker SK Hansa 3-2 gewinnen sie gegen Hannover. Oh, damit ist die Siegesserie mal beendet. Hamburgs Zweite gewinnt auch. Havel gewinnt auch. Auch 3 Siege in Folge. Braunschweig 1-1 gegen Nordstedt. VfR Neumünster 3-0 gegen Rehn. Die waren dann auch gut. Wolfsburg 2. gegen St. Pauli 2. Oh, 1-1. Weiche gewinnt jetzt auch. Und Bremen auch. Da ist hinten ist ja wirklich alles knapp, außer Lübeck. So, dann gehen wir mal und stimmen. Kloppenburg war einfach kompakter, aggressiver. Wir wollen kontern, fahren und liegen schon gleich zu Beginn zurück. Die Tore sind einfach billig gefallen. Trotzdem ist das Ergebnis verdient. Wir sind natürlich hoch erfreut, dass wir hier 3 Punkte geholt haben. Schön, schön für uns. Ein Ex-Hamburger. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 Männer. Das freut mich. Spieler des Tages. Oh, da will sich jemand für die Stammmannschaft. Oh, eine 6, 2,64. Das ist gut. Das freut mich. Beste Spieler Tim Wertke mit seinem 4. Treffer. Aber Julian Bertner auch mit seinem nächsten. Also, der ist ja wirklich, ey, der kommt rein, trifft gleich. Also Joker mit Kanner. Zweites Spiel, drittes Spiel und sein. Okay, da sieht man, wie man sieht, sieht man da nichts. Aber wir wissen ja, zweimal eingewechselt. Das freut mich vom VfB Oldenburg. Stefan Thiling, der Beste der Noten. Genau wie Tim Hofmann. Wenn die sich alle so halten nun, die würden alle eine Talentwertung, wenn sie unter 25 oder genau 25 sind. Aber ich glaube, genau 25 war es. 3 Wochen. Petala. Oh mein Gott, Petal. Anriss. Das hört sich gut an. 1050 beim nächsten Spiel. Hannover mit spätem Ausgleich. Gladbach ist Erster.
Jan Sommer, Christoph Kramer, Raphael, Max Kruse, Ibra Traoré, muss der André Hahn da ist er. Augsburg ist ja eine Möglichkeit auch, die sind ja hier, die haben Winterpause sind sie. Dortmund ist ja jetzt, also, ich glaube jetzt spielt Freiburg gegen, warte, spielen sie jetzt Freiburg gegen Hannover? Und wenn Freiburg gewinnt, dann ist Dortmund der Hinrunde, sind sie letzter. Das wäre es ja. Der ehemalige Bayern-Bezwinger steigen ab, das wird ja. Auf jeden Fall spielt der Jürgen Bernd, ne? Ich wollte den Sturmtank rausnehmen, weil er ist ja kein Sturmtank. Ne, er geht steil. Mensch, ey. Die Mannschaft ist echt super, ey. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass wir so stark sind mit der Mannschaft. Drei Monate und dann fängt die Winterpause an. Zweieinhalb. San Pauli. Schöne Hymne haben die San Pauli-Spieler. Dann gucken wir mal gleich, was los ist. Aktuell hast du keine Chance, das bin ich ehrlich. Ist nicht begeistert, verliert 5 Moralpunkte. Okay, dann gehen wir mal gleich an unseren Sponsor, Lufthansa. Laufzeitsecken. Oh, zweimal sind die hoch, ja, dann unterschreiben wir mal 2200. Das ist erfreut. Wenn man ein bisschen mehr Geld kriegt und dann mal Freikarten wieder 500. Ich kann mal um Geld bitten. Na, nee, wir geben euch kein Geld. Vielleicht nochmal Meet and Greet mit. Wo ist er denn? Tim Hofmann. Gucken wir uns mal die Jugendmannschaft an. Habe ich das falsch geschrieben? 24 ist. Muss ich mir mal angucken. So. Genau. Gehen wir mal gleich in der Taktik, weil es wird nicht so lange dauern, weil wir das ist nicht keine komplette Woche. Oh mein Gott. Ja, hast du ja überhaupt keine Ahnung, wer was kann. Dann sag ich mal hier überall. Er hat die meiste Tore, okay, mit wie vielen? Der sagt mir aber was, der Spieler. Holstein Kiel. Christian Westerfeld. Okay. Dann hoffen wir, dass das irgendwas, ob es klappt oder nicht, das sagt nur das Licht. Nee, das ist schön so. Unsere Mannschaft ist echt super in Form. 17, 16, 16, 15, 16. Nee, das wird. Die Saison könnte mir eine Überraschung werden. 18 Punkte. Pauli, VfR Neumünster. Da könnten wir punkten. Ach komm, für Vertrauen Tim Wertke. Ist der Sturmtank? Ich glaube nicht. Nee, ist drauf auf dem Stürmer. Den vertrauen wir einfach mal. Er hat uns ja auch 4 Tore schon geschossen. Der Benner, der ist vielleicht so ein echter Joker. Der kann nur, wenn er reinkommt, bumm, ist er voller Energie, geht richtig durch. Und dann würde ich ja sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir gegen St. Pauli spielen, eben auch natürlich so im Textmodus. Das wird dieses Jahr wirklich so viel. Vielleicht in der dritten Liga werden wir ein bisschen mehr spielen. Mehr 3D-Spiele. Und damit verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und einen Daumen hoch wäre schön. Auf Wiedersehen.